Worum geht's hier heute? Dass Straubing bunt bleibt, natürlich. Nein, also zum Lachen ist es eigentlich gar nicht. Der, wie nennt man ihn eigentlich? Der Aktivist, der heute uns in Straubing besuchen will, hat die Vorstellung, dass es bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft nicht geben soll. Zum Beispiel, das ist eine Leidenschaft, die Muslime, die sind nicht Teil Deutschlands nach seiner Meinung, deshalb keine Moscheen, hat verschiedentlich Bürgerbegehren initiiert in anderen Städten, um den Bau von Moscheen zu verhindern und will generell gegen Muslime vorgehen. Ja, das macht er auch mit starken Worten, wie er das hier betreibt, werden wir dann sehen. Aber wir versuchen einfach deutlich zu machen, wir sind da anderer Meinung. Wir haben einen anderen Standpunkt, den bringen wir gerade auf den Platz hier auf, damit er das auch sehen kann. Jeder darf ja das machen, was er für seinen Standpunkt annimmt. Also es gibt keine political correctness Meinung, ja, die wir vorgeben, was uns ja immer wieder vorgeworfen wird. Aber natürlich versuchen wir Menschen zu motivieren, ihre Meinung dahin zu schreiben, die sagen, wir sind für eine offene und demokratische, vielfältige Gesellschaft. Da gibt es so viele Worte, die aber oft hohl werden, wenn sie so oft wiederholt werden. Mit Leben füllen, Menschen persönlich willkommen heißen, mit ihnen Beziehung suchen. Ja, das ist das, was wir versuchen. Die Welt ist bunt. Die besteht nicht nur aus weißen Menschen, die besteht aus schwarzen Menschen, die besteht aus gelben Menschen, die besteht einfach aus tollen Menschen. Morgen zusammen. Morgen zusammen. Bis morgen. Das wäre schön, gell?